Ja, Daniel Mahlen ist angekommen beim BVB. Am Sonntag flog er mit einer Privatmaschine am Morgen mit seinem Kollegen Rafael Guerreiro von Dortmund aus nach Altenrhein. Und von da aus ging es dann mit einem Minivan weiter hier zum Grand Resort in Bad Ragaz. Und Rafael Guerreiro, der saß heute in einer Medienrunde und erzählte uns dann, was er seinem neuen Kollegen gestern über den BVB erzählt hat. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans l'avion. Ja, stimmt. Wir haben gestern im Flugzeug und dann im Auto natürlich viel miteinander geredet. Immer auf Abstand, da er ja quasi noch in Quarantäne war. Ich habe ihm erzählt, wie es so läuft bei der Borussia. Ich freue mich schon, ihm das Stadion zu zeigen. Und ich habe ihm natürlich von den großartigen BVB-Fans berichtet. Du Club et des Supporters. Et je sais qu'il a hâte. Après, il a pas encore signé, mais j'espère qu'il le fera aussi. Im Gegensatz zu Guerreiro befindet sich Mahlen aber noch nicht im Training. Er war bis heute Nachmittag auch noch nicht bei der Mannschaft, da er ja noch ein zweites Mal negativ getestet werden musste. Als seine Kollegen am Morgen also eine individuelle Athletikeinheit absolvierten, dementsprechend natürlich noch keine Spur vom Niederländer, der BVB-Offensive guttun wird, meint auch Marco Reus. Ich glaube, ich hatte in der vergangenen Saison unheimlich auch viele Torbeteiligungen geschafft. Von daher sehen wir das natürlich sehr gerne, aber wir müssen einfach dann kennenlernen, wenn es soweit ist. Und am besten hilft natürlich immer Tore und Assists, weil du dann der Mannschaft automatisch weiterhilfst. Dann gleichbedeutend natürlich mit einem guten Charakter. Aber das werden wir alles sehen. Auch am Nachmittag blieb Mahlen dann im Hotel, denn es standen noch sportmedizinische Untersuchungen an, als seine Kollegen also die zweite Einheit des Tages dann auf dem Platz absolvierten. Die Veröffentlichung des Wechsels steht aber bevor und wahrscheinlich schon morgen wird Mahlen dann das Training im neuen BVB-Dress aufnehmen.